So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir wollen euch heute die Top 5 schwersten und anstrengendsten Funde in unseren 4,5 Jahren Magnetfischen präsentieren. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr ein oder mehrere Videos aus diesem Video kennt. Und lasst gerne ein Abo und ein Like da, um uns bei unserem Ziel von 100.000 Abonnenten zu unterstützen. Es wäre wie ein kleiner Traum. Und ihr seht, 96% aller Leute, die unsere Videos schauen, haben uns noch nicht abonniert. Daher macht es gerne, wenn euch diese Videos gefallen. Würde uns sehr, sehr, sehr freuen, wirklich. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder wie gewohnt am Spot mit einem Magneten in der Hand beim Magnetfischen. Bis dann. Ah, der wird doch immer sauber. Ja. Also, das Loch da und die versuchen mal zu kriegen. Oben drauf und dann oben drüber. Ja, das da genau. Ja, oh. Oh. Das ist nicht tief. Doch, perfekt. Basti. Ich hab's Loch gefunden. Ja, jetzt halten. Also. Lass ihn, halt erstmal. Die Löcher waren alle an der Wand gerade eben. Jetzt habt ihr. Jetzt haben wir ihn. Minimum. So, jetzt über die Kante. Hebeln. Kann man irgendwie hier vorne drunter und das weghebeln von der Wand? Ja, gib mal die Steine dort. Kann man mit der Hand weghebeln? Nee, nee. Stange, und gehst hier dazwischen und hebelst das von der Wand weg. Dünn, Stange. Warte. Nee, von hier vorne, von hier oben. Wir müssen über die Ecke hier drüber. Jetzt fehlen uns die Kräfte. Oh. Muss noch irgendwie da drunter einkommen. Ja. Jetzt. Schön noch tiefer. Ja, ich versuch's ja. Lass mal deinen Magneten los. Nein? Jetzt. Oh! Jetzt haben wir das. Immer wieder geil. Wer hat's hier von? Wir! Ah! Ja, dann geh mal um! Was ist es denn? Oh, so scheiße! Die sind in der Teigkopf, oder? Nee, Zigarette nochmal! Ah! Jetzt hängen die Magneten fest! Ich mein Magneten drüber! Dann zeig doch jetzt mal! Ich bin ja mal gespannt wie ein Bettler! Ja. Der kennt? Ah! Willst du einen Wurf? Automat! Definitiv Automat, oder? Ja, ja, das schon. Könnte auch mal. Ich würde auch sagen. Die Dinger, die in den Toiletten immer sind. Kann das sein? Machen wir auf. Ja, sofort mal. Machen wir auf. Ja, hier, komm mal Seite. Und vor dem Blech, vorsichtig, hängt drunter. Ein Stück weiter nach vorne. Ich kann nicht nach vorne, wenn ich da vorne nicht mal grinsen will. John? Jawohl. Fall mal nicht rin, Polle. Sag doch! Parkbank! Ich komm rum, Jungs! Ich komm rum! Wir hängen unten drunter! Lass umkippen! Die ist schon drauf! Sau. So. Sau, mein Pille, mein Arschloch, blöde Sau. Das ist okay, ist irgendwo noch ein Angelhaken dran. Zieh mal raus noch ein bisschen. Oh, ist die schwer. Nein, das ist die schwer. Ihr seid aufpassen, da muss man irgendwo ein Angelhaken hängen. Los, jetzt. Jetzt haben wir sie. Anzukommen. Jetzt bin ich unten dran. Geht es? Immer diese Scheiße hier, ey. Schon wieder eine halbe. Pass mal da eine Stange an. Sonst kommt er gleich hoch. Warte mal ganz kurz. Dicke hier. Magnet ab. Ein Bretter ab hier, ein bisschen leichter, gut.
Ihr müsst aber auch immer übertreiben. Jedes Mal mit euch hier. Komm, wir sind so weit raus. Ach du Scheiße. Wollt Auto holen oder was? Warte, hast du GoPros an, ne? Ja, jo. Alter, wirklich ganzer Roller hier drin. Ja, aber schon halbwegs durcheinander genommen. Mach Schritt für Schritt und 1, 2, 3, hopp. Und 1, 2, hopp. Moment, ich muss hoch und hopp. Geh mal hinten ran, zieh mal hinten ein bisschen am besten. Ja, ja. Ich halte dich vorne fest. So, stell mal hin, ruhig. Geht es? Genau, und jetzt. Vorsicht. Da ist er. Oh nee, nicht noch eins. Das wäre der Nummer 2 heute. Da sind doch mal hingegeben. Eieieiei. Du hängst übrigens richtig gut drin, ne? Ja. Ja. Das ist nicht meiner. Ich habe keine Handschuhe mehr an. Wollt ihr noch warten, dass ich Handschuhe anziehe? Ja. Oder? Ach egal, komm. Handwerkerhände können es ab. Du hast einen Magneten rausgerissen. Und du hängst. Wollte ich den Haken? Ja. Haken ist gut. Jo, mal einen Haken. Wir sind heute eigentlich hier, weil Nils hier letztes Mal 2 Tresore gefunden hat. Und ich wäre echt sehr verbunden mit dir, wenn wir dieses Mal nicht beide Magneten aneinander klappen. Ist schon passiert? Ich glaube ja. Du glaubst ja? Ja, ich dachte, dass du erstmal runtergehst und den rüberziehst. So. Also wir haben jetzt beschlossen, wir ziehen den Tresor rüber. Hier zu einer Stelle, wo wir nicht so erhöht stehen. Und es klappt gerade ganz gut. Aber dass wir den jetzt so einfach kriegen. Ich verstehe es auch nicht. Wenn wir da sind, würde ich versuchen, ihn einfach mal hochzuheben. So, ach, das geht gleich hoch. Guck mal, oh, das ist gut, das ist gut, das wird flach. Das wird richtig flach. Jetzt fängt es, glaube ich, schon an, flach zu werden. Wirklich? Ja, da, guck, er kommt hoch. Oh. Schatz, komm mal bitte her. Da ist er, jetzt seht ihr ihn. Wir haben ihn gut, wir haben ihn sehr gut. Ich bin riesig. Wir haben ihn jetzt oben drauf stehen, auf jeden Fall, Leute. Doch nicht.
Okay, warte kurz, wir lehnen, können ja an diese Stange versuchen anzulehnen. Hält es? Es hält. So, er ist halb draußen. Also er ist aus dem Wasser raus. Geil.